Yay, wir sind zurück auf einem Dach. Ein Loch. Sieht aus, als befände sich unterhalb des Spalts ein Passagierabteil. Durch den Spalt springen? Ja, unbedingt. Ho! Hallo! Gut, dass wir es doch noch hingekriegt haben, den Kerl zu töten. Ah, komm schon. Echt jetzt, in dem Abteil hier muss das sein. So, das sollte es dann gewesen sein. Arschloch! Naja, da kriege ich zumindest ein bisschen Platz jetzt hier wieder, wenn ich das Ding benutze. Ach Mann. Was haben wir denn da Schönes? Ein Schmuckkasten. Ist da vielleicht ein Ring drin, zufälligerweise? Oder suchen wir das kleine Kästchen nochmal? Sieht aus wie ein Schmuckkästchen, das hast du sehr gut erkannt. Aha. Ein Silberring für uns. So, das heißt, den können wir dann auch gleich in die Aktentasche einsetzen und damit sollten wir dann auch Zugang zum Führerhaus bekommen. Was haben wir denn hier auf dem Boden? Ein Messer. Really? Ich kann es ja erstmal einstecken. Ich kann es ja dann immer noch draußen wieder hinlegen. Mehr ist ja nicht, oder? In der Kiste sind die Habseligkeiten der Passagiere. Sie sehen ziemlich wertvoll aus. Dann steck was ein! Im Raum steht ein Einzelbett. Es ist vom Regen durchnässt. Von irgendwoher weht ein starker Wind. Wie wär's mit dem offenen Fenster und dem offenen Dach? So, kommen wir hier raus. Oh shit. Nein! Ach du Schande. Yay. Will ich denn da wirklich raustreten, ist die Frage. Ich tu's mal. Ich könnte auch auf Billy wechseln und dann erstmal dort ausklären das Ganze. Aber... ja, ich gehe. Ich gehe so schnell ich kann. Gut, wir müssen einfach bloß drüber laufen über die Dinger. Ich glaube, solange wir nicht stehen bleiben, droht jetzt keine so große Gefahr von denen. Hi Billy, alles klar? Lass uns mal zurückgehen. So, und theoretischerweise muss ich da oben ja jetzt auch nicht mehr unbedingt hin. Oh doch, ich habe da noch Zeug liegen. Verdammt. Naja, wir machen erstmal hier unten weiter. Sind die kleinen Biester jetzt überall? Nee, ne? Nein, sehr gut. Edward bleibt weiterhin liegen. Er hieß doch Edward, glaube ich, ne? Ach so, stimmt. Ich habe ja das Messer eingesammelt. So, legen wir das eine Messer zum anderen. So. Wer braucht schon Messer? So, wir interessieren uns vielmehr für Aktentaschen, die sich mit seltsamen Ringen öffnen lassen. Okay. Kombinieren wir das auch noch. Und dann wird es Zeit, rauszufinden, was da drin ist. Die Aktentasche wurde aufgesperrt. Bitte öffnen. Da ist etwas drin. Eine Schlüsselkarte für uns. Blaue Keycard. Mitgenommen. Sehr gut. Mit dieser Keycard öffnen Sie die elektronische Tür zum Führerwagen. So. Blaue Keycard. Bleibt weiter in der Name. Okay. Ist ja auch egal. Wir stehen schon direkt davor. Wir können das Ding hier einsetzen. Gut, ich habe mich gerade schon gewundert, wo der Typ daherkommt. Aber der war ja vorher schon da. Ein Kartenlesegerät. Die Tür öffnet sich sicher, wenn Sie die richtige Karte haben. Die ich dabei habe, benutze sie doch bitte automatisch. Das wäre so schön. So, setzen wir das Ding mal ein. Wunderbar. Die Tür wurde aufgeschlossen. Diese Karte brauchen Sie nicht mehr. Wegwerfen? Ja, bitte. So, und dann werde ich auch mal den Greifhaken, glaube ich, loswerden. Ja, bitte. Jetzt hat Rebecca unfassbar viel Platz. Ich werde mal ganz kurz schauen, wie es so bei Billy aussieht.
Ja, bei ihm ist es ein bisschen enger natürlich, durch die Schrotflinte einfach schon. Was ich mit dem Benzinkanister soll, weiß ich halt auch noch nicht so richtig. Wo ist der eigentlich gerade? Er ist stehen geblieben, wo er war. Ah, ich muss das erst wieder einstellen, dass er folgen soll. Na gut, dann gehen wir mal wieder rüber mit ihm. Ich meine, das Praktische ist, wenn man dort einen stehen lässt, dann kommen auch keine neuen Zombies nach in dem Raum, ne? So. Jetzt müssten wir theoretischerweise nochmal oben schauen, was wir da so gebrauchen könnten. Erstmal werde ich aber kurz schauen. Ne, eigentlich brauche ich ja noch nichts mit hier tauschen. Follow me. Okay. So, bevor wir da jetzt reingehen, werde ich erstmal auf jeden Fall aufrüsten, denn ich denke, das wird wohl jetzt das Ende unserer kleinen Zugtour sein. Da wird halt nicht mehr so viel kommen können, denn das sind die letzten Räume, die wir gerade hier beobachten. Die wir inspizieren. So, alles eingesteckt, was wir kriegen können. Die Leiter hoch. Wie gesagt, ich bin mir halt auch nicht sicher, ob wir dann wirklich noch hierhin zurückkommen und das Zeug wieder einsammeln können, wenn wir jetzt mit dem Zug dann fertig sind. Ach stimmt, das habe ich schon hier... Ah, falsche Taste. Schon hier hingestellt. Ich werde aber trotzdem nochmal in die Kabine auch reingehen. Denn dort liegen auch noch die Farbbänder. Braucht man jetzt nicht unbedingt. Aber wir können die einfach mal mit denen unten in der Kabine kombinieren und dann sicherheitshalber einfach nochmal speichern. Ach ja, da war ja was. So, gehen wir doch gleich mal hier rein. Und lassen uns gar nicht weiter irritieren von den kleinen Biestern. Die es hier zum Glück noch nicht reingeschafft haben. Das ist sehr schön. Das wäre jetzt etwas störend geworden wahrscheinlich. So, Billy. Damit treten wir wieder aus. Und machen uns wieder auf den Weg nach unten. Jetzt sollten wir soweit eigentlich alles haben. Hör auf, da irgendwas zu zerschießen, Billy. Ich will nicht, dass du deine Munition dafür verschwendest, für die kleinen Biester. Die kann man schließlich einfach zertreten, das ist ja nun kein Problem. So, schnell hier weg, der Raum, der gibt mir schlechte Erinnerungen an den hässlichen Skorpionen. Gut. Damit wäre das auch soweit abgeschlossen und ich werde jetzt doch nochmal speichern gehen, wie gesagt. So, da vorne liegen jetzt bloß noch die Messerchen rum. Und damit haben wir eigentlich optimale Ausbeute soweit. So, liegt hier nicht noch ein Farbband? Mich deucht, ich hätte ja eins hingeworfen. Ja, da liegt's doch. Siehst du mal, war bloß schlecht zu erkennen. Ich hoffe, du stapelst sie gleich. Ja, muss sie ja sowieso, sehe ich gerade. Die kann ich eigentlich mal kombinieren hier. So, dann speichern wir noch ein drittes Mal und werden die anderen drei Farbbänder einfach hier mit hinlegen. Gut. Ganz wunderbar. Werft die Farbbänder zu Boden. Und dann auf ins Unbekannte. Wo liegen sie denn? Ich sehe sie gar nicht. Na, das wird ja wieder eine großartige Suche, wenn ich die dann wieder haben will. Aber ich weiß, dass drei da liegen, theoretischerweise. So, schauen wir doch mal, wer da eigentlich dafür zuständig war, dass der Zug wieder losgefahren ist. Das ist ja auch so eine Frage. Das muss ja theoretischerweise jemand mit Händen sein. Hände, oh Gott. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ein Zombie war. Aber wir schauen mal. Wir lassen uns überraschen. This is Delta Team. This is Delta Team. We have gained control of the train. Over.
understood. This does not make any sense. How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? Leichter lag. Gut. Das lief nicht so für die zwei. Irgendwie sind da Ton und Video nicht so ganz synchron. Wir haben es festgestellt. Jetzt wissen wir also, wer den Zug wieder zum Laufen gebracht hat. Und nicht euch, das waren Wesker und William Birkin, die wir da gerade gesehen haben. Na hallo, meine zwei Freunde. Der Zug wird immer schneller. Dann sollten wir da vielleicht mal was gegen tun. Der Motor ist völlig zerstört, er kann nicht repariert werden. Wie kann das Ding funktionieren, wenn der Motor kaputt ist? Wie kann das Ding fahren? Wir schauen einfach mal von nach. So, dann sollten wir vielleicht so schnell wie möglich aus dem Zug rauskommen. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. The train will either derail or crash. I gotta stop this thing. Bremsenbedienungsanleitung. Wie wäre es mit Drücken oder Hebel ziehen, je nachdem was es ist, und dann bremst das Ding? Verwendung der Bremssteuerung. Die Steuerung der Bremse erfolgt in 3 Schritten, okay? Erster Schritt, Steuerung aktivieren. Die Steuerungen befinden sich an folgenden Orten. Ach du Schande. Fahrerkabine im ersten Wagen. Hinteres Deck von Waggon 5. Zum Aktivieren des Systems muss die Magnetkarte in das Gerät in Waggon 5 gesteckt werden. So wird die Stromzufuhr für beide Steuerungen aktiviert. Schritt 2. Code für hinteres Deck eingeben. Geben Sie den Code für das hintere Deck ein, um die Sperre zu lösen. Danach kann der Code für die Fahrerkabine eingegeben werden. Dritter Schritt. Code für die Fahrerkabine eingeben. Na Mensch. Geben Sie den Code für die Fahrerkabine ein, um die Sperre aufzuheben. Nach Abschluss dieser 3 Schritte können die Bremsen manuell bedient werden. Ich weiß nicht, ob das so praktikabel ist, wenn man eine Bremse bedienen will, eine Notbremse oder sowas, wenn man dann erst solche Schritte unternehmen muss. Okay, habt ihr die Codes zufällig parat? Wer bleibt zurück? Ich würde sagen Rebecca. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. Then you apply the brake from here, okay? All right. Billy. Die Karte. What? Be careful. Yeah. Brauchst du nicht die Karte da? Ja. Würde ich doch meinen, ne? So, die Magnetkarte sollten wir vielleicht mitnehmen. Und ich werde auch nochmal ganz kurz ins Inventar gehen, denn ich glaube, Billy... Oh, bei 12 Schuss. Ich vertraue einfach mal drauf, dass das reicht. Wie wär's damit? Oder wir könnten vielleicht nochmal ganz kurz das hier rübergeben. Ja, alles natürlich. So. Und ein paar Schuss uns noch holen. Nee, nicht alles. So, das reicht zu. Und jetzt auf geht's. Wir nehmen nochmal alles mit, was geht. Und dann flitzen wir, was das Zeug hält. Dreieinhalb Minuten sollte eigentlich... Was ist denn mit dem? Ach, der hört zum Zombie. Ah, nö. Ich lasse das mal für Rebecca zum Spielen da. So, sollte eigentlich genügen, die Zeit. Ich fürchte bloß, dass sich hier jetzt jeder Arsch erheben wird. Oh. Ja, das war ja zu erwarten. So, reicht schon. War ja klar, dass der auch noch aufstehen muss.